Jojojo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Sanji und darum, dass Sanji Bonnie heiraten wird. Das denke ich aufgrund einer kolorierten Seite. Ja, ich sollte mich Akata, One Piece, Coverpage, Theorien und mehr nennen. Daraus könnte ich sogar ein Format machen. Hättet ihr Bock? Schreibt es mal in die Kommentare. Okay, fangen wir an. Die kolorierte Seite von dem Kapitel 618. Dort sieht man erstmal Sanji und er hat in der Hand, ja, so Blumen, beziehungsweise glaube ich Rosen in der Hand, blaue Rosen, und die sind auch so weiß verpackt, so wie es in einer Hochzeit eigentlich üblich ist, und dazu noch Brot und eine Tasche. Die Tasche kennen wir schon bereits aus einer anderen Coverpage, die habe ich euch unten mal verlinkt, die Theorie. Da war irgendwie ein Jolly Roger von der Strohbande drauf und da stand das Secret und sowas. Auf jeden Fall verlinke ich euch das unten, das könnt ihr euch dann auch anschauen oder am Ende des Videos. Auf jeden Fall, diese blaue Blumen. Ich habe nachgeschaut, was blaue Blumen bedeutet in Bezug auf eine Hochzeit, und in der englischen Tradition ist es so, da gibt es so ein Sprichwort, das ist auf Englisch, jetzt habe ich es mal übersetzt, beziehungsweise auf der Seite war es schon übersetzt. Das heißt, etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues und ein Glückspfennig im Schuh. Das kam dabei raus, wenn man die Farbe Blau in Bezug zur Hochzeit hat, beziehungsweise blaue Rosen. Etwas Altes, etwas Neues. Daran hat direkt mein Kumpel Ozzy, wir haben das besprochen mit ihm, und er hat dann gesagt, ja, etwas Altes, etwas Neues. Bonnies Teufelsfrucht, sie kann Leute alt machen, beziehungsweise wieder neu sozusagen, und sie jünger machen. Da ist so direkt Bonnie in den Kopf gekommen und er hat das gesagt und das passt auch wirklich sehr meiner Meinung nach. Aber das ist nicht das Einzige, woran mir das aufgefallen ist. Das Ding ist, bei dem Kapitel 588, wieder bei der kolorierten Seite, man sieht das Kapitel, es heißt Would you like another cup of tea? Das ist hundertprozentig eine Anspielung an die Teeparty, und sie sitzen dort auch und trinken Tee. Und wenn wir uns jetzt Sanji genauer anschauen, er hat wieder diese blaue Rose an sich. Das kann doch gar kein Zufall sein. Und er serviert dort gerade irgendwas. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass Bonnie Sanji heiraten muss. Dazu kommt noch, das Blaue ist ein Zeichen für die Treue. Und der letzte Satz, was es gab, und ein Glückspfennig im Schuh. Könnte das eine Anspielung darauf sein, dass Sanji eine neue Technik erlernt, um dort irgendwie zu entkommen, weil Glückspfennig im Schuh, Schuh ist am Fuß, und ja, wie wir wissen sollten, kämpft Sanji mit seinen Füßen. Vielleicht ist das so eine Anspielung, weil Oda nimmt sowas sehr gerne, lässt sich immer gerne inspirieren, das sage ich so oft bei jedem Video fast, aber es ist nun mal so, er lässt sich super gerne von sowas inspirieren und es würde auch sehr gut passen. Deswegen würde ich sagen, dass das sehr gut passen könnte. Kommen wir mal zurück zur Coverpage 618. Und zwar, er hat ja auf der Coverpage Nummer 618 Brot in der Hand. Und in vielen Ländern werden Brautpaare mit Brot und Salz beschenkt, um ein dauerhaftes Bündnis zu stiften. Dauerhaftes Bündnis könnte bedeuten, dass Bonnie dann in die Crew kommt, weil es ist sozusagen ein dauerhaftes Bündnis. Das würde alles sehr gut zusammenpassen. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn Bonnie in die Crew kommt und dass Sanji mal Glück hat mit Frauen, dass er ja zum ersten Mal so eine schöne Bonnie an seiner Seite hat. Und dazu haben wir noch ein cooles neues Mitglied mit einer coolen Teufelsfrucht und ein Rookie dazu noch. Ich finde, das würde alles sehr gut passen. Ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Schaffen wir die 300 Likes? Wäre auf jeden Fall sehr geil, da jetzt jeden Tag Videos auf jeden Fall kommen werden, wenn ich mich denn genug anstrengen kann. Da auf jeden Fall jeden Tag, fast jeden Tag ein Video gekommen ist, beziehungsweise kommen wird, fände ich das auf jeden Fall geil. Es ist so ein kleiner Motivationsschub. Naja, das war's von diesem Video. Schaltet auch demnächst wieder ein. Bis dahin, ciao, euer Akata.